beach wrack at the baltic seaside an annoyance for bathers but in fact a highly valuable resource due to the many uses of seaweed and seagrass most of us are familiar with these sometimes black sometimes greenish brown heaps on the beach they are piles of seagrass and seaweed washed onto the beach by the baltic sea this mixture is called beach wrack but what exactly is in beach wrack and where does it come from these questions are currently being researched by marine biologists in kiel. Ja, also das schwarze material was man am ufer findet das ist nicht immer schwarz gewesen das waren natürlich mal lange grüne blätter und zwar hier in der ostsee vom großen seegras. Und dieses große Seegras ja, bildet eben ausgedehnte Bestände, sogenannte Seegraswiesen. Und die können dort auch in sehr dichten, in hohen Vorkommen wachsen. Das sind manchmal ja, bis zu 500 Sprosse pro Quadratmeter hier im Bereich der Kieler Bucht zum Beispiel. Und ja, zu gewissen Jahreszeiten oder nach starken Stürmen wird eben dieses Blattmaterial oder die ganze Pflanze losgerissen vom Grund und treibt dann im Wasser. Um, dass sie treibt, ist auch noch eine besondere Sache. In diesem Seegras sind nämlich Hohlräume, so kleine Gänge, die mit Luft gefüllt sind. Und deswegen treibt dieses Seegras an der Oberfläche. Und so wird es eben zu Stränden transportiert und dort mit den Wellen abgelagert. From the 60 Seagrass species found worldwide, primarily Zostera marina, known as common eelgrass, can be found at the German Baltic Sea Coast. Over an area of around 100 square kilometers, the seagrass meadows form dense stocks with leaves of 80 to 200 centimeters. Over-fertilization and the resulting lack of light led to a long period of decline in the stocks. And although the seagrass meadows are now protected habitats, recovery has proven to be slow. These are natürlich very, very lebensräume Zum einen, one must say that, the diversity, viel größer ist in, einem, in einer seegraswiese im vergleich zu einem sandboden. es liegt daran, dass sie eben auch dreidimensionale habitate ausbilden, also lebensräume, und tiere und pflanzen können auf den blättern leben, aber auch zwischen den blättern sich aufhalten, wie zum beispiel fische oder aber auch im bereich des wurzelwerks des rhizoms leben. und ja, das ist ein grund, warum die seegraswiesen auch ja aus biologischer Sicht sehr wertvoll sind. Es gibt aber auch links, noch andere Gründe, warum diese Seegraswiesen sehr wertvoll sind. Ein wichtiger Grund ist, den habe ich eben schon ja, angesprochen, ist, dass sie ein Wurzelwerk ausbilden. Es stabilisiert nämlich den Boden, die sandigen Sedimente. Und das ist, hat demnach eine sehr wichtige Funktion auch für den Küstenschutz. Gleichzeitig wird eben dadurch auch Kohlenstoff gespeichert in den Sedimenten. Und das in ganz erheblichen Maße. Es ist nämlich so, dass. In der Pflanze einmal natürlich, wenn sie wächst. Die Seegras ist sehr produktiv, das heißt, da wird sehr, sehr viel Kohlenstoff gespeichert, aber viel mehr Kohlenstoff wird noch in den Sedimenten gespeichert und das über sehr, sehr lange Zeiträume. Seegraswiesen können nämlich sehr alt, sehr alt werden. Man weiß, dass einige Seegraswiesen über 1000 Jahre alt werden, also so wie eine alte Eiche. Und es wird ungefähr ja, die Sedimentationsraten von Kohlenstoff in den Sedimenten, die sind sehr hoch, also es ist ungefähr 50 mal mehr Kohlenstoff im Sediment im Vergleich zu den Blättern und die Sedimentationsraten von Kohlenstoff in die Sedimente sind ungefähr 100 mal so hoch wie in Regenwäldern oder wie in borealen Nadelwäldern oder in Laubwäldern hier bei uns in temperaten Laubwäldern und das ist schon ganz enorm. By storing carbon, seagrass therefore also makes an important contribution to climate protection. Aber es gibt mehr zu in the Beach Rack als nur Was man hier schön sehen kann an dieser Probe jetzt, dass es sich natürlich nicht ausschließlich um Seegras handelt. Wir haben hier zum Beispiel auch Federn drin, von Wasservögeln, aber auch hier zum Beispiel Blasentang, den man sehr schön erkennen kann an diesen Vesikeln, an diesen gasgefüllten Vesikeln, die man auch platzen lassen kann. Das haben wir natürlich in der Kindheit immer gemacht. Der bladder Rack ist ein Teil der in im Beach Rack. It contains red, green and brown seaweed and can compress the beach rack in such a way that no air exchange takes place. This can lead to unpleasant odors when the heat is high. Sind das jetzt auch Algen, die dem Badegast gefährlich werden können? Nein, nein, nein. die sind äh, ganz ja. harmlos, diese Algen. Und äh, das einzige, die einzige Auswirkung, die sie haben, könnte, dass sie vielleicht Gerüche verbreiten, wenn sie unter in Luft, also sauerstofffreien Bedingungen zersetzt werden. Sollte Seegras geräumt werden am Strand ja. oder lieber liegen gelassen werden? Also es gibt ja diese konzessionierten Strände, mhm. diese Badestrände. Und da ist es natürlich störend für den Tourismus. und Es wird da ja auch weggeräumt. Das heißt, dass der Strandanwurf wird beseitigt, damit ein schöner sauberer Strand zu sehen ist. Aber in den Naturstränden oder an den naturbelassenen Stränden, da sollte man diesen Strandanwurf liegen lassen oder auch im Winter liegen lassen, denn es ist nicht nur im Wasser ein Lebensraum, sondern auch wenn es am Strand liegt, bildet es einen Lebensraum.